Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, wie immer, fast live im Internet zur Jahresendshow mit Thomas Riedel und Adrian Richter. Wir haben euch ein fantastisches Programm zusammengestellt, wo wir das Medienjahr 2015 rekapitulieren. Die Frage ist eigentlich, was ist 2015 alles passiert? Thomas, 2015, langes Jahr, sehr langes Jahr. Und wenn ihr euch auch schon fragt, oh, ich habe schon alles vergessen, was ging nochmal ab, was waren die Medien-Highlights? Wir haben alles für euch. Es sind natürlich lustige Dinge passiert, es gab fragwürdige Aktionen und auch die ein oder andere Traurigkeit. Und wir werfen nochmal einen Blick auf alles. Dafür haben wir es uns schön gemütlich gemacht. Wir werden die Kerze anzünden, wir werden ein bisschen am Weihnachtsmann knabbern. Adrian, ich freue mich. Thomas, ich freue mich auch. Bis gleich. Jahresendshow, da sitzen wir nun. Lieber Thomas, ich finde, um so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, bitte zünde doch einfach mal die Kerze an, oder? Das ist eine gute Idee. So, römischer Taschenrechner steht hier drauf. Schont die Umwelt ohne Batterien. Das ist Besinnlichkeit und es geht ganz, ganz schnell. Thomas, wir sprechen über unsere Medienthemen des Jahres. Viel ist ja passiert dieses Jahr. Und ich denke, wir legen einfach direkt mal los. Ja, was sind denn, Adi, was sind deine drei Hashtags? Meine drei Hashtags sind, lieber Thomas, Varoufake, Lügenpresse und Rabschied. Was gibt's bei dir? Ja, meine sind Netz fragt Merkel. Mhm. Sehr gutes Thema. Selfie from Hell. Ein Video, das um die Welt ging, obwohl es eigentlich aus Köln kommt. Und Mr. Robot, eine absolut geile Serie. Das klingt sehr spannend. Ich würde sagen, wir starten mal durch mit etwas, was im März passiert ist, was ja noch relativ früh war, also dementsprechend schon sehr lange her ist. Und als ich nochmal nachgeguckt habe, konnte ich es gar nicht glauben. Es ist Varoufake. Es ist die Aktion von Jan Böhmermann bzw. seinem ganzen Neo-Magazin-Team, zu sagen, wir haben den Varoufakis-Stinkefinger gefaked. Nochmal ganz kurz, was ist eigentlich passiert? Günther Jauch hat in seiner ARD-Talkshow ein Video gezeigt aus dem Internet, wo Yannis Varoufakis den Stinkefinger zeigt und sagt, we stick the finger to Germany. Und das ist zum Anlass genommen, um über das Thema Griechenland, über die Einstellung zu sprechen, über Varoufakis selbst. Und kurz darauf, in der nächsten Neo-Magazin-Sendung, hat Jan Böhmermann dann vermeintlich gesagt, wir haben diesen Stinkefinger gefaked. Und hat einen kleinen Einspieler gezeigt, wo demonstriert wird, wie sie also immer mit dieser Handbewegung das so lange hingetrickst haben, weil angeblich im Originalvideo kein Finger war, bis der Stinkefinger kam und haben gesagt, wir haben dich verarscht, Günther Jauch drauf reingefallen. Und dann das ganze Netz sagt, boah, wie krass, das haben die schon irgendwie lange vorbereitet und das Video ist aber auch irgendwie uralt schon von vor 2 Jahren. Wie haben die das eigentlich gemacht? Die Verwirrung war eigentlich perfekt schon, weil man dachte, was für ein krasser Coup. Und dann kam ein bisschen später ja auch noch raus, die haben es gar nicht gefälscht, sondern die haben nur vorgegeben, das zu fälschen. Aber das Video war echt mit dem Stinkefinger, also die haben gar nichts gemacht. Und das ist doch eigentlich ziemlich krass, oder? Ja, ich fand halt auch krass, wie das Yannis Varoufakis darauf reagiert hat. Hätte man eigentlich nicht gedacht, aber es war eigentlich alles perfekt. Ne? Also Jauch hat darauf reagiert, die Medien gingen ziemlich gut drauf ab und Yannis Varoufakis, der glaube ich zu dem Zeitpunkt, war der da noch in Griechenland Minister? Ja, ja klar, der war noch Finanzminister. War noch Minister, weil der ist ja dann wenig später irgendwie weg. Abgehauen, hat die Flucht ergriffen und ja, hat Griechenland mehr oder weniger, ich glaube Griechenland hat ein bisschen aufgeatmet und wir haben auch aufgeatmet, als wir diesen geilen Scherz von Jan Böhmermann gesehen haben, was echt cool war. Also eine sehr, sehr krasse, gute Medienstory, gute Manipulation. Was will uns das eigentlich jetzt sagen? Ich glaube, Böhmermann wollte ja ein bisschen sagen, hey, ihr könnt nicht nur irgendein altes YouTube-Video nehmen, die Quelle nicht richtig recherchieren und eine komplette journalistische Sendung, die sie ja eigentlich sein sollte und auch ist in der ARD, komplett auf einem Video aufbauen. Das geht halt nicht. Ja. Und da hat er Günther ja auch natürlich quasi an den Moderationskärtchen einmal durch die Studiomanege gezogen und gesagt, so geht's aber nicht. Und die Verwirrung war ja tatsächlich einfach perfekt. Also für mich ein ganz, ganz großes Thema, ein großer Medien-Coup. Wie sowieso, das kann man vielleicht jetzt schon irgendwie sagen. In diesem Jahr war so medienkritikmäßig eigentlich echt was los. Also wir hatten total so viele verschiedene Fälle, wo man sich echt hat überlegen können, welche Rolle spielen die Medien, welche Rolle spielt ein einzelner Journalist oder ein Verlag und wie gehen auch die Leute damit um. Ja. Das fand ich dieses Jahr eigentlich, das hat so ein bisschen das Jahr durchgezogen für mich. Ich habe mich auch oft mit den Themen beschäftigt, später natürlich auch Netz fragt Merkel, wo es auch so ein bisschen drum ging, welche Aufgaben haben Journalisten, können YouTuber Journalisten sein. Gleich kommen wir zum Hashtag Lügenpresse. Also irgendwie war nicht ja, dass dieses Jahr so ein
so ein Medienjahr, wo alle nochmal irgendwie auch, ob sie wollten oder nicht, mit verschiedenen Themen konfrontiert wurden und man sich darüber Gedanken machen musste und reflektieren musste, was eigentlich los ist. Und das fand ich ganz geil. Und das war natürlich ein super Auftakt. Ne? Gehen wir doch rüber zu deinem nächsten Thema, und zwar ja. Netz fragt Merkel, Thomas. Netz fragt Merkel, ein spannender Hashtag, der von Le Floyd alias Florian Mund in den Mund genommen wurde, ins Netz geschrieben wurde. Er hat seine Follower gefragt auf Twitter, nachdem er nämlich sagte, ich werde ein Interview mit Frau Merkel machen. Für alle, die es nicht wissen, Frau Merkel ist unsere Bundeskanzlerin und Frau der Welt, Frau des Jahres? Weltfrau des Jahres, oder was wurde sie? Time Magazine hat sie zur Frau des Jahres gekürt, ja. Wahnsinn. Person of the Year. Person of the Year. Übrigens, witziger Fakt, auf Platz 2 der ISIS-Chef. Ja, das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Wirklich unfassbar. Man weiß nicht warum, aber na gut. Also es werden nicht die beliebtesten Personen, sondern vielleicht einfach die Leute, die am meisten gemacht haben, Zeug gemacht haben, egal ob gut oder schlecht. Oh je. Auf jeden Fall, Frau Merkel wurde da gefragt, denn es gab ein Interview dann, und zwar in Berlin, haben die so ein bisschen mit ihren Homies zusammen selber gedreht, war aber qualitativ eigentlich sehr gut. Ton war super, ja. Toll ausgeleuchtet, Kameraperspektive, dafür wurden sie auch schon ein bisschen kritisiert. Die Fragen von Florian waren natürlich dann die Fragen, die er vom Netz bekommen hat, plus vielleicht noch ein paar eigene, die er meinte unbedingt mit reinnehmen zu müssen. Und ja, das Netz hat das Interview gesehen und hat sich dann drüber hergemacht und hat es eigentlich ziemlich zerrissen, beziehungsweise es gab ja mehrere Lager. Eins davon waren natürlich seine YouTube-Follower, die das eigentlich weitestgehend gut fanden. Und dann gab es diese ganzen Medienprofis, die sich dann darüber hergemacht haben, ja, ein YouTuber macht ein Interview mit Frau Merkel und naja, das kann ja nicht sein, die Fragen wären zu oberflächlich gewesen, er hätte nicht richtig nachgebohrt. Aber ganz ehrlich, das ist halt Teflon Merkel. Das war auch das Wort, das da so ein bisschen rumging, hätte man auch als Hashtag nehmen können, Teflon Merkel. Und ich glaube, das war einfach völlig klar, dass das Interview jetzt nicht darum geht, sie irgendwie in die Pfanne zu hauen, sondern einfach mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und das war ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Und deswegen Netz fragt Merkel bedeutet ja im Prinzip auch, okay, ihr habt eine Frage, die ihr schon immer mal der Bundeskanzlerin stellen wollt, und dann stellt sie halt. Lass uns über zwei Aspekte sprechen, und zwar einmal das Thema Produktionsumsetzung, was ich spannend finde, und auch das Thema Journalismus. Mhm. Also zum ersten Thema ist natürlich die Frage, du hast schon gesagt, es wurde sehr klassisch gemacht. Ne? Also beide waren irgendwie, ich weiß nicht, ob sie verkabelt waren oder sauber geangelt. Es waren klassische Kameraeinstellungen. Ich glaube, die waren sauber verkabelt. Die Frage ist jetzt einfach nur, ist das nicht völlig okay für sowas? Also muss man mit Frau Merkel ein hippes Longboard-Video drehen, wird wahrscheinlich sowieso nicht klappen. Und das Ganze muss natürlich auch eine gewisse Seriosität haben. Ne? Auch wenn das irgendwie für YouTube ist und das 21. Jahrhundert, ist die Frage, ob Frau Merkel irgendwie auf dem Longboard vorbeifahren muss. Ich glaube halt nicht. So. Da hat es eine Möglichkeit gegeben, wie zum Beispiel hier unser Kollege, der auch gerne bei der Bundespressekonferenz mal rummotzt, fällt mir jetzt natürlich gerade nicht Thilo ein. Jung. Thilo Jung, dankeschön. Der sich einfach dann mit denen irgendwo in den Hof setzt und sagt jetzt, okay, Angela, hör mal, wie ist denn das? So. Also das wäre natürlich so ein bisschen inoffiziellere Variante gewesen, so zwischen Tür und Tor, so ein bisschen so zu fragen. Hätte man auch tun können, wäre die andere Variante gewesen, glaube ich. Da ist nur die Frage, meinst du, das hätte wirklich funktioniert? Hätte Frau Merkel das mitgemacht oder überhaupt ihre Angestellten? Weil da gibt es sicher, der jemand sagt, wenn wir das machen, dann muss das vernünftig ausgeleuchtet sein, dann muss die Angie vorher eine schöne Frisur haben, dann wird es im Bundeskanzleramt gemacht. Also ein ich Punkt denke war nicht, dass Le Floyd hätte sagen können, komm Angie, wir hocken uns hier auf die Mauer und quatschen bei einer schönen Mate und einem Snapchat mal über irgendwas, sondern dass es da klare Vorgaben auch gab. Also ich glaube nicht, dass die irgendwelche Vorgaben bekommen haben. Meinst du nicht? Das glaube ich nicht, nee. Also das könnte man meinen, klar, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die meisten Politiker oder die meisten Prominenten oder so, wenn man mit denen quatscht, dann sind die relativ entspannt. Ich glaube einfach nur, die haben sich Gedanken gemacht, wie machen wir das, und haben halt festgelegt, wir setzen uns hin. Ich glaube, die hätten auch locker irgendwo an eine Würstchenbude gehen können, zwei Currywürste bestellen. Frau Merkel, wie wollen Sie Ihre Currywurst essen? Und ein Bier zapfen und versuchen so ein bisschen auf eine andere Ebene das zu machen. Aber ich glaube, das ist noch viel schwieriger. Bestimmt. Und das war natürlich auch gar nicht die Intention, sondern es ging natürlich einfach rein auch um diesen Inhalt. Ja, vielleicht ging es auch, vielleicht war die Grundidee halt wirklich Netz fragt Merkel. Und das wäre dann vielleicht nicht so gut gelaufen, wenn man das irgendwo anders gemacht hätte, ein bisschen inoffizielleren Rahmen. Ja, also von dem her
so what? Ja, er ist ein Video gemacht, passt ja. Aber du hast jetzt noch einen anderen Aspekt angesprochen, nämlich den Aspekt Journalismus. Das Thema Journalismus ist halt wirklich sehr spannend, weil, wie du schon gesagt hast, es gab eine sehr gespaltene Meinung darüber. Manche haben gesagt, das ist doch eine Katastrophe, das ist doch kein Journalismus, was er da macht, das ist ja furchtbar und das sollte er nicht machen. Und andere haben gesagt, doch, er hat es gut gemacht. Jetzt ist erstmal meine Frage, wie findest du, wie hat er es gemacht? Und dann, wie stehst du diesen Meinungen gegenüber? Also ich finde, er hat das sehr solide gemacht. Ich glaube, er ist auch mit der einen oder anderen Frage mal vom Plan abgewichen und hat dann nochmal nachgefragt. Er hat das locker gemacht, klar, ich wäre auch nervös, wenn man die Bundeskanzlerin interviewt. Finde ich, hat er aber wirklich solide gemacht, war auch nicht super nervös. Damit habe ich, glaube ich, gar kein Problem mit gehabt. Also es war so gut, wie man es von ihm hatte erwarten können. Das Thema Journalismus ist so eine Sache. Man warf ihm so ein bisschen vor, es wäre kein Journalismus. Ich glaube, das kam aus der Fraktion, man kann nur ein Journalist sein, wenn man für eine Zeitung arbeitet und ein fixes Gehalt dafür bekommt, dass man das tut. Das ist natürlich Quatsch. Total. Aus meiner Perspektive ist Journalismus eine Methode. Und der Journalismus, den kannst du als Methode anwenden. Und das ist auch gut so. Und die Begründung ist ganz einfach. Journalismus ist die fünfte Gewalt im Staat. Wenn was Schlimmes passiert, muss jeder in der Lage sein, die Rolle eines Journalisten zu übernehmen und von etwas zu berichten. Oder die Rolle eines Journalisten zu übernehmen. Das ist einfach, das ist völlig okay und völlig normal. Und da brauchen die Leute, die Verlage und die Journalisten, die eine Festanstellung haben und glauben, jetzt kommt da so eine Welle aus dem Netz an jungen Journalisten, die ihnen dann den Job wegnehmen. Brauchen sie erstens mal gar keine Angst haben, weil die haben nicht so viel Übung wie sie und die machen auch einen ganz anderen Job. Und sie können total froh sein, weil es eigentlich bedeutet, dass Journalismus noch immer sehr viel wert ist. Was würdest du Leuten antworten, die sagen, das war nichts oder das ist doch kein Journalismus, wenn andere Journalisten das vorwerfen? Was wäre deine Antwort? Der Journalismus bei dem Interview war der, dass er Fragen gestellt hat, die aus dem Volk oder in dem Fall von LeFloids Followern gestellt wurden. Ja. Das ist eine ganz grundsätzliche Aufgabe eines Journalisten, nämlich eine Vermittlung einzunehmen zwischen demjenigen, der interviewt wird und seinem Publikum, seinen Lesern. Das ist ganz basal, das ist jetzt nicht super innovativ oder auch nicht irgendwie investigativ, aber das ist so eine Standardsache. Wenn er das gut macht, hat er seine Aufgabe erfüllt. Und zwar ist das eine journalistische Aufgabe. Ich denke auch, dass das einfach eins der meistgesehenen Politiker-Interviews dieses Jahres war, wenn nicht überhaupt. Einfach, weil natürlich auch die Plattform natürlich da war und selbst die Leute, die eher politikfremd sind, aber ein Follower von LeFloid sind, sich das im Zweifel vielleicht einfach angucken. Eventuell haben das sogar Leute gesehen, die sich vorher noch nie ein Interview angesehen haben mit einer Politikerin, weil sie sich denken, das finde ich mega langweilig. Also ich glaube auch, dass LeFloid da durchaus auch was geleistet hat für die Demokratie. Nicht nur auf seiner Strichliste einmal die Kanzlerin interviewen, sondern er hat natürlich das Thema Politik auch schmackhaft gemacht. Wenn jemand wie LeFloid eine Kanzlerin interviewt, das ist natürlich sehr cool. Wobei er das ja immer macht. Also in seinen Clips hat er ja immer auch politische Themen am Start. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Hashtag Lügenpresse. Das ist ein Hashtag, der dieses Jahr irgendwie ganz, ganz groß war und immer präsent war eigentlich. Ne? Die Frage ist, woher kommt das überhaupt genau? Ich glaube, es kommt so ein bisschen von diesen besorgten Reichsbürgern, die irgendwann damit angefangen haben, der Presse vorzuwerfen, die Berichterstattung wäre zensiert, wäre ideologisch eingefärbt und es würde nie die ganze Wahrheit vorgestellt und dass sie auch eigentlich im Recht wären mit ihrer komischen, abstrusen, oft auch irgendwie rechten Meinung. Und Recht meine ich jetzt nicht im Sinne von sie haben Recht, sondern von rechts. Ja. Der widerwärtigen rechten Gesinnung. Ja. Und da gab es eine ganz spannende Sache, und zwar Dunja Hayali, ja, Moderatorin vom ZDF Morgenmagazin, vom MoMA. Die war bei einer AfD-Kundgebung und ist da hingegangen, aus dem Beweggrund einfach mal zu sehen, warum gehen die Menschen eigentlich zu so einer Kundgebung? Die AfD ist ja auch eine Partei, die ein bisschen mehr Zuspruch im Moment erhält, obwohl die sich schon stark irgendwie positionieren und auch irgendwie aus meiner Sicht nicht so gut positionieren. Dann hat Frau Hayali gesagt, ich möchte einfach verstehen, ist zu dieser Kundgebung hingegangen und hat sich mal angeguckt, was die Menschen da überhaupt antreibt. Ja. Und natürlich, wie das so ist, das Medium Fernsehen, für das diese Frau ja auch arbeitet, lebt ja auch davon, dass gekürzt und geschnitten wird, weil anders geht es nicht. Man kann nicht immer alles senden. So. Mhm. Und natürlich kommt dann ein Beitrag heraus, der irgendwie
maximal 3,30 lang ist, wenn auch kürzer. Und natürlich auch da wieder direkt der Vorwurf, auch an Sie direkt und auch an die Sendung, Lügenpresse, ihr habt alles andere zensiert, ihr habt nur die Meinung bloßgestellt und rausgepickt, die euch irgendwie in die Karten spielen. Und dann haben die gesagt, nö, das finden wir voll Quatsch, das gehört zwar einfach auch dazu, dass man schneidet, ja. Aber hier auf Facebook posten wir auch mal das irgendwie 30 Minuten lange komplette Video, da haben sie quasi nur die Walks zwischen den einzelnen Vox Pops, wie man ja im Fachbegriff sagt, zwischen den einzelnen Tonaufnahmen gecuttet, aber sonst alle die Stimme Leute, des Volkes. Alle Leute ineinander geschnitten, die sie da irgendwie vom Mikro hatten. Und es ist halt mega erschreckend, ne? Was manche Leute erzählen. Weil normalerweise. Da könnte man sich halt eigentlich wünschen, dass man es doch lieber rausschneidet, auch von ihrer Seite aus, weil da blamieren die sich einfach ohne Ende. Das hat Dunja Ayali auch gesagt. Sie hat gesagt, wir haben die Leute schon rausgenommen, die da wirklich abstrusen Shit erzählen, weil die sich nur selber demontieren damit. Ne? Das aber habt ihr jetzt davon. So ist die ungefilterte Wahrheit. Und man kann sich das in 30 Minuten voller Länge angucken. Und das ist schon echt hart. Und ich finde es eine coole Aktion, zu sagen, okay, hier ist der Beweis, hier seht ihr einfach alle Meinungen mal hintereinander. Und das finde ich eine gute Aktion, die diesem Lügenpresse-Quatsch so ein bisschen auch entgegenwirkt. Und natürlich ist das auch alles sehr, sehr breit gefächert. Also du hast natürlich Idioten, die irgendeinen Quatsch erzählen, wo du ja auch so denkst, mach den Aluhut ab und hör auf so einen Quatsch. Da sind Verschwörungstheorien, da sind irgendwelche komischen Hassbotschaften versteckt, da ist völliger Blödsinn. Und dann gibt es natürlich auch einfach Leute, die unsicher sind und so ein bisschen Angst haben. Ja, alte Leute, die Angst haben um ihre kleine Rente, die denken, Deutschland schafft es nicht mit den Flüchtlingen. Also da sind auch einfach Beweggründe da, die man so ein bisschen nachvollziehen kann. Was nicht heißt, dass die Leute recht haben oder dass die AfD die richtige Partei wäre. Aber du kannst verstehen, warum die Leute da hingehen. Deshalb auch ein guter Beitrag. Absolut. Also die Aktion war sehr geil. Und man müsste sich eigentlich auch überlegen, ob man das nicht eigentlich grundsätzlich mal bei solchen Sachen machen sollte. Also wenn es irgendwie darum geht, welche Eissorte essen Sie 2016, da muss man jetzt nicht unbedingt das komplette Interview online stellen. Aber gerade bei Sachen, wo es thematisch interessant wird und wo dann auch so dieser Vorwurf der Korrumpierbarkeit oder dass man halt irgendeine Seite einnimmt, wo man denen entgegnen möchte, das sollte man eigentlich grundsätzlich schon mal vorab das Video online stellen. Eigentlich kann man darüber noch ewig weiter diskutieren, aber eine Sache muss man schon noch sagen, das habe ich auch in einem Blogartikel dieses Jahr aufgeschrieben, weil mich das echt super genervt hat. Das war, als diese AfD-Demos anfingen, das war ja schon im letzten Jahr, also 2014 ging das ja schon los, und dann ging dieses ganz harte, jeder, der es wagt, auf eine AfD-Demo zu gehen, der ist dumm. Diese Hetzel ging da los. Und da habe ich so für einen Moment gedacht, also eigentlich stimme ich euch ja zu, dass man nicht zustimmen sollte, wenn Leute auf eine AfD-Demo gehen, weil thematisch ist das einfach unter aller Sau. Aber wenn jemand auf eine AfD-Demo geht und sich extra ein Schild bastelt, dann hat er eine Energie und eine Frust oder vielleicht sogar Lust, was zu verändern, die er so in seinem Leben vorher vielleicht noch nie hatte. Also da waren Leute da, ja, gerade Senioren waren da, Leute, die noch nie auf einer Demo waren. Ich habe Interviews gesehen, die haben gesagt, wir sind zum ersten Mal auf einer Demo. Endlich kann ich mal sagen, was ich denke. Mhm. Ja, also die machen von ihrem Recht auf Meinungsäußerung, geben die nochmal Ausdruck. Und dann aber so drauf zu hauen, ist nach meiner Meinung nach genau das falsche Signal. Weil eigentlich muss man denen schon sagen, okay, hör mal zu, thematisch geht so, was du da gerade sagst. Also eigentlich ist es unter aller Sau. Aber ganz ehrlich, Respekt dafür, dass du auf die Straße gegangen bist und das ausgedrückt hast. Und das ist eigentlich etwas, was man bestärken sollte. Gleichzeitig natürlich muss man sagen, inhaltlich geht es halt gar nicht. Aber dieses Draufhauen, das sorgt eigentlich dafür, dass die Leute noch eher weniger Bock haben. Und ich würde sogar behaupten, dieses Draufhauen ist ja so eine europäische Mentalität, die einen immer wieder mal kommt. Ja, da gibt es einen Terroristen, was machen wir? Jo, Bomben runterschicken. Ne? Und statt darüber nachzudenken, wie man eigentlich mal versucht herauszufinden, wo das Problem überhaupt herkommt. Und das finde ich kacke. Also für mich ist dieses Jahr so ein bisschen auch das Motto, erstmal zuhören, nachdenken, versuchen herauszufinden, was steckt da eigentlich dahinter, bevor ich sofort den Dislike-Button drücke und draufhaue. So, mein lieber Thomas, es ist jetzt Zeit, du hast uns was mitgebracht. Und das essen wir jetzt, oder? Ran an den Speck. Ich hab so Bock. Sehr gut. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ich habe extra die Geilen ausgesucht. Das Beste ist immer, den Kopf abzubeißen, ne? Ja, der schmeckt am allerbesten. Kill your darlings, auch der Weihnachtsmann hat keine Bedeckung mehr an. Oh. Auf 2015 und ein erfolgreiches 2016. So,
Thomas, ich mache ja gern Selfies. Ja, das stimmt. Bist du sicher? Ich bin mir ganz sicher. Aber 2015 hat auch gezeigt, dass das Selfie-Machen auch mal ganz, ganz gruselig sein kann. Sehr sogar. Mhm. Stichwort Selfie from Hell. Unsere Kölner Mila Adams, die eigentlich natürlich eine aus den Vereinigten Staaten kommt, hat aber in Köln ihre Bachelorarbeit gemacht und dazu ein Video gedreht, Selfie from Hell, wo man sieht, wo sie ein Selfie machen will, aber im Display des Handys eine Gestalt eines Mannes sieht, der hinter ihr wohl ist. Und sie kriegt da echt einen Schrecken versucht das aus verschiedenen Perspektiven und so weiter zu machen. Und ja, letztendlich passiert es natürlich, wie es passieren musste. Diese Gestalt kommt tatsächlich dann irgendwann zum Schluss von hinten und man erschreckt sich saumäßig. Eigentlich ein Klassiker, schon so oft gesehen, so oft imitiert, aber so wie es aussieht, haben wir das mal wieder gebraucht. 2015 war mal wieder Zeit für ein Schreckmoment allererster Güteklasse. Dieses Video ging tatsächlich viral und hatte ein paar Millionen Aufrufe. Ich habe jetzt neulich mal gecheckt, nochmal 6, 7 Millionen, glaube ich, hat das. War für mich absolutes Highlight. Adi, hast du das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen. Ich fand es natürlich sehr, sehr gruselig. Mich kriegt man mit so Schockerscheiß auf jeden Fall. Das ist natürlich eine sehr zeitgenössische Art, diesen Gruselmoment zu nehmen, weil das Thema Selfies, 2015 war ja so gefühlt wieder das Jahr des Selfies, wobei auch schon 2014, aber jeder macht mittlerweile Selfies. Meine Mama macht Selfies, schickt mir das bei WhatsApp und du denkst dir, was ist eigentlich los? Da weißt du eigentlich, wenn deine Mama Selfies macht, dass es vorbei ist mit den Selfies, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Wobei deine Mama ist voll nett, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Echt im Mainstream angekommen ist. Die Frage ist nur, wird man die je wieder los, ne? Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir bei Selfies stelle. Weil früher war das klassische, können Sie mal ein Bild von uns machen, und heute ist es einfach, wir machen das selber, ne, so. Und die Frage ist, jetzt wo das einmal da ist, meinst du, das nimmt wieder ab? Oder wird sich das einfach ab diesem Zeitpunkt ganz klar jetzt in der Geschichte der Menschheit verzeichnen? Also wir werden dann auf uns zurückblicken eines Tages und sagen, das war sozusagen eine neue Zeitrechnung ist angebrochen. Man macht ja nicht mehr Fotos voneinander, sondern es wurden Selfies gemacht. Das kann schon sein, doch. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, ja. Ja. Also das ist auch so, diese Geräte haben uns ja auch so viel verändert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ja, vielleicht auch dank solcher Videos wie Selfie from Hell, 2015 rausgekommen und eingeschlagen wie Rakete. Also für mich ein absolutes Highlight und kennt natürlich auch jeder. Klar. Ja. Lass uns weitermachen mit Mr. Robot. Mr. Robot, ja. Mr. Robot ist für mich das absolute Serienhighlight des Jahres 2015. Die beste Hacker-Serie ever. Also vielleicht kennt ihr noch den Film Hackers, unter anderem mit Angelina Jolie. Sehr guter Hackerfilm, aber natürlich auch so ein richtig klassischer Hackerfilm. Man hat die Laptops, die hacken sich irgendwo ein. Man sieht Quellcode, man sieht, wie sie hacken. Und die sehen einfach auch so richtig schön subkulturmäßig aus. Die Mucke ist geil gewesen bei Hackers. Ja, das war so ein klassischer Hackerfilm. Mr. Robot hingegen war ein sehr subtiler Hackerfilm. Ist die Geschichte eines jungen, sehr intelligenten, aber emotional labilen Mannes. Der hat nämlich große Ängste. Den versucht die auch dann mit Drogen zu bekämpfen, was immer wieder mal auch mal nicht funktioniert. Also er nimmt immer die Droge an sich und dann gleichzeitig das Entwöhnungsmittel, damit er da erst gar nicht drauf kommt, arbeitet aber für eine Security-Firma. Und man darf leider nicht allzu viel von der Story erzählen, weil es gibt so ein paar Momente, wenn ich die jetzt erzählen würde, wäre das nicht gut für alle, die das noch anschauen wollen. Und ihr solltet das unbedingt anschauen. Das ist wirklich eine super Hacker-Serie. Der junge Mann, der wird hervorragend geschauspielert von einem Mann, der so unfassbar große Augen hat und so seltsam starrt. Sieht echt lustig aus. Auch ein bisschen creepy, hat damit sein Debüt gemacht und ich denke, den werden wir noch in anderen Formaten auch noch wieder sehen. Die zweite Staffel wird gerade gedreht, was großartig ist, wobei ich mich schon frage, wie geht's weiter, denn Ende der ersten Staffel passiert etwas, wo man schon sagen muss, wow, okay, das ist wirklich der Hammer, damit hätte man jetzt wirklich nicht gerechnet. Also für mich, absolutes Serienhighlight, ganz toll geschauspielert. Super Story.
Und wunderschön erzählt, einfühlsam. Es gibt dann wieder so einen kleinen Hänger, wo es ein bisschen langweilig wird, aber da kommt man drüber hinweg, weil man will wissen, was mit dem jungen Mann passiert. Sensationell. Okay. Sehr geil. Super. Ich würde sagen, ich muss unbedingt mal hier abbeißen. Weißt du noch mal eben in deinen Schoko-Weihnachtsmann? Mhm. Kommen wir zum letzten Thema. Ich habe mir aufgeschrieben, Hashtag Rabschied, weil das natürlich auch für die Medien oder gerade für die Fernsehwelt was ganz Wichtiges war, was Stefan Raab diesen Sommer verkündet hat, nämlich ich höre zum Ende diesen Jahres auf. Ein Knall in der Showwelt. Ja. Das ist vielleicht auch unser Aufbau hier so ein bisschen, auch eine Hommage an eine vielleicht, Show. Vielleicht, aber auch gar nicht. Ja, wer weiß. Stefan Raab, ein totales Multitalent einfach. Der hat einfach die Showlandschaft in Deutschland bereichert und auch verändert und so wahnsinnig viele neue Sachen hervorgebracht. Also angefangen von Schlag den Raab, einer wirklich spannenden und guten Unterhaltungsshow, die manchmal ewig geht, 5 Stunden oder so, die Leute aber immer noch gerne gucken. Mhm. Und auch die ganzen anderen TV-Total-Events, die wirklich sehr, sehr gut performen. Und vieles davon wird es jetzt natürlich nicht mehr geben. So. Und vergesst die Musik nicht. Vergesst die Musik nicht. Der Mann war auch Musiker. Der Mann war musikalisch, der hat ein paar gute Songs rausgebracht. Ich sag nur, war der Hade Dude da. Bescheuerter Song eigentlich, aber Maschendrahtzaun, lief. Hier kommt die Maus. Ja. Oder auch mit Lena beim ESC hat er viel, viel bewegt. Er ist einfach ein Multitalent, ne? Der ist irgendwie sportlich, der kann singen, der kann musizieren, der kann moderieren, der ist auch ein bisschen witzig. Man kann ihn gut nachmachen. Kann ihn auch sehr gut nachmachen. Also Stefan Raab, echt ein toller Typ. Auch wenn TV Total natürlich so gefühlt ein bisschen gelitten hat. Also man hatte zuletzt einfach das Gefühl über die letzten Jahre, dass ihm das nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat wie am Anfang. Zumindest naja, nach 16 Jahren. Lustlos. Es gab tatsächlich letztes Jahr, beziehungsweise letzten Jahreswechsel, war er eine Woche in New York und hat jeden Abend live aus New York gesendet, vor kleinem Publikum da. Mhm. Und das war so ein bisschen wie früher. Da ist er echt nochmal aufgegangen, da ist er wieder auf die Straße gegangen, hat sich in so einem Hip-Hop-Laden witzig einkleiden lassen und da war er wieder so ein bisschen der Alte. Man hat auch gesehen, dass ihm das irgendwie wieder mehr Spaß gemacht hat. Und so nach 16 Jahren ist das, glaube ich, auch okay, wenn so ein Format mal endet. Und natürlich auch krass, dass er jetzt komplett aussteigt und für ProSieben natürlich ganz, ganz viel wegfällt. Das ist die Frage, wie kompensiert ProSieben sowas? Müssen sie das überhaupt? Also es gibt auf jeden Fall jetzt wieder den Bedarf an neuen Formaten. Mhm. Ich meine, jetzt wird, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Woche einfach auch abends ein Platz frei. Vielleicht wird ein Platz für uns frei. Vielleicht auch das. Ich weiß nicht, wie der gefüllt wird. Es fallen auch viele Shows weg, außer die Pokernacht und Schlag den Star. Mhm. Werden ja die ganzen Formate auch enden. ProSieben versucht sich gerade ja an einer neuen Geschichte, die Teamwork heißt. Mhm. Ist jetzt quasi pilotiert worden, lief schon mal und soll auch wieder kommen 2016. Ich glaube, zumindest 2 neue Shows sind da angekündigt. Ist auch eine riesige Abendshow, Unterhaltungsshow. Wieder, man setzt wieder auf Joko und Klaas, die zusammen mit anderen Prominenten für Normalos zocken und quasi um den Sieg kämpfen, weil der Sieger dann Kohle kriegt und die Promis kämpfen quasi für einen normalsterblichen. Normalen Menschen. Und es ist sehr aufwendig, sehr gut gemacht und ich fand es spannend und ich glaube, es hat auch ein bisschen Potenzial. Was aber sonst noch kommt, das steht in den Sternen. Thomas, worauf freust du dich 2016? Oh, krasse Frage. 2016, ich habe einen neuen Job. Das wird interessant. Das wird ein neues Produkt, ein neues Projekt geben. NerdTap haben wir ja 2015 abgesagt. Darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, weil habe ich auch schon genug drüber erzählt im Netz. Und kann man auch mal auf meinem Blog noch mal ein bisschen nachlesen, wer Bock drauf hat. Ich bin halt froh, dass die Geschichte vorbei ist, weil dann konnte ich wieder was Neues machen. Wie man auch sieht an meinem Blog, den ich jetzt neu gebaut habe. Das Logo habe ich redesigned. Cool. Wie schaut es bei dir aus? Ich freue mich allgemein 2016 erstmal auf den Januar. Das Dschungelcamp geht wieder los. Für mich unbestritten eine der besten Sendungen im deutschen Fernsehen. Medienkritisch, satirisch und hält auch, glaube ich, unserer Landschaft ganz gut den Spiegel vor. Also ich freue mich drauf. Ich finde es super. Persönlich freue ich mich vielleicht auf ein neues TV-Format und auf ein neues YouTube-Format. Und was da kommt oder auch nicht, ihr dürft gespannt sein. Bin ich auch schon sehr gespannt. Und ich glaube, das war's mit unserem unserer Jahresendshow, dem Jahresrückblick 2015. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr es bis zu dieser Stelle durchgehalten habt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie die YouTuber immer sagen. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir haben euch gehört, man muss sich als YouTuber auch selber begreifen, wenn man YouTube macht. Also, da dieses Video auf YouTube ist, schreibt uns bitte in die Kommentare,
Ob wir was vergessen haben, hat es euch gefallen? Daumen hoch oder runter? Was waren eigentlich eure Medienthemen 2015? War da vieles dabei oder gibt es Dinge, wo ihr sagt, das haben die Jungs vergessen, da gab es echt noch eine krasse Sache? Interessiert uns total. Absolut. Thomas, wir beißen nochmal in den Weihnachtsmann und ja, das war's. Und ich will dir auch in die Hand geben. Lieber Thomas, auf ein erfolgreiches neues Jahr. Wünsche ich dir auch. Wir sehen uns in einem Jahr an dieser Stelle wieder. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt immer so. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao.